Endlich war es soweit. Die Kaifcatch-Wrestling-Weltmeisterschaft kehrte in die Steiermark zurück. Und das noch größer, noch gewaltiger und noch beeindruckender. In Zusammenarbeit mit der Stadt Trofeiach und unter Mithilfe des neuen Hauptsponsors Kaif fand das Highlight des Jahres im Wrestlingsport in der Obersteiermark statt. Das Besondere ist, dass natürlich der Bambi-Kidler ein Heimspiel hat und dass das für uns in unserer Stadt ein Highlight ist, dass der Weltmeisterschaftskampf überhaupt bei uns stattfinden darf. Wir hoffen, dass er seinen Titel verteidigen kann und die Halle bebt. Zur Greif-Catch-Wrestling-Weltmeisterschaft in Schwergewicht auf das Allerherzlichste begrüßen! Gleich zu Beginn der erste Leckerbissen. Ein Teamkampf zwischen den UK Hooligans und dem steirischen Team Turbulence. Diese konnten den Sieg nach einem schweren Kampf in die Steiermark holen. Nervös, ne? Das geht. Wenn man dann aus dem Vorhang rauskommt, legt sie meistens die Nervosität. Vor allem, wenn man in der Heimat kämpft vor heimischem Publikum, ist das immer super Ansporn, alles zu geben. Also, ich finde es cool, zuzuschauen, wie es kämpfen und so, weil das ist interessant. Nach einem Dreiermatch ging es zum ersten Mal an diesem Abend um einen Titel, den Power of Wrestling Junior Heavyweight. Vorbereitung für den Kampf ist allein schon nur die geile Stimmung da. Allein schon, wenn ich jetzt sehe, was da los ist, ist ein Wahnsinn. Das wird die Show des Jahres mit den meisten Leuten, mit den besten Kämpfen und natürlich, wie ich heute mit dem Gürtel heimgehe. Im Ring standen sich der Italiener Red Scorpion und der Kindberger Philipp Rock'n'Roller Ebner gegenüber. Diese Begegnung kannte man bereits aus der Vergangenheit und versprach viel Action, auch von den hohen Seilen. Und das Publikum wurde nicht enttäuscht. Ich glaube, das Besondere daran ist einfach die Show, die hier abläuft. Das ist sicher eben der Heimkampf von Chris Bambi Killerava. Die Stimmung wird sicher ein Wahnsinn sein. Also das macht das Ganze, glaube ich, aus, die Athletik und die Stimmung. Beim Kampf zwischen Gianni Valletta aus Malta und Krampus schlug sich das Publikum auf die Seite von Krampus, welcher nach einem harten Fight auch das bessere Ende für sich verbuchen konnte. Ich bin da, weil ich ein riesen Wrestling-Fan bin, seit Jahren, seit 99er Jahren. Und ich warte mir da eine richtig geile Show. Von unseren österreichischen Athleten vor allem und wird passen. Nach einem tollen Teamkampf, wo auch die Obersteirer Hubert Lämmerer und Christian Meixner ihre Qualitäten bewiesen, kam es zum groß erwarteten Hauptkampf. Dort traf der Lokalmatador und amtierende achtfache Schwergewichtsweltmeister auf vier Kontinenten, Chris Bambi Killerava, auf den aus der World Wrestling Entertainment bekannten Superstar Masterpiece Chris Masters in ihrem ersten Kampf gegeneinander. Und das im 2,5 Tonnen schweren Stahlkäfig. Weil mein Papa heute kämpft, der Bambi Killer. Der Chris Masters ist kein leichter Gegner, aber... Ich glaube, mein Papa wird gewinnen. Die Vorbereitungszeit war wirklich intensiv, also wirklich 5-6 Mal in der Woche, 2 Mal am Tag. Und heute ist quasi, ja, heute ist es soweit. Jetzt geht es um alles, es geht ums WM-Gold im Stahlkäfig. Und so wie man sieht, also die Zuschauer sind schon ganz heiß und ich selber auch, ja. Mein Gegner ist Chris Masters, der ist etwas größer wie ich, also ich glaube 94, 95, ein bisschen schwerer wie ich. Also ist aus Los Angeles und gestern gelandet und schon ziemlich angefressen, so wie ich das mitgekriegt habe. Verschiedene Sachen. Das Hotel passt ihm nicht, das Essen passt ihm nicht und mir war auch vom Jetlag. Ja, ist aber nicht mein Problem. Gewinnen konnte man dieses Match nur durch ein K.O. oder man schaffte es aus dem Ring. Die
Dieses Kunststück gelang dem Lokalmatador nach einem harten Kampf und er konnte sich so den Siegergürtel für die Power of Wrestling Schwergewichtsweltmeisterschaft noch im Ring direkt vom Präsidenten der POW, dem deutschen Jörg Wespermann, abholen. Ein passendes Ende für eine mehr als gelungene Veranstaltung. Naja, der Kampf war erwartungsgemäß hart. Steuerkäfig ist massiv, ganz, ganz unangenehm. Aber gewonnen vor ausverkauftem Haus, Intro Feier, was gibt es Schöneres? Ich bin super happy. Jeder da drüben hat eh gesehen, wie ernst er das meint. Anscheinend, ich habe ihm das Angebot gegeben und er ist gleich wieder angehauen. Also, es wird aber zu dem Kampf kommen. Ich habe das schon mit Jörg Wespermann, dem Präsidenten, besprochen. Es kommt zu dem Wettkampf. Neben einer Feuershow zu Beginn gab es in der Pause Musik von Dia Herbst. Sie präsentierte ihre neuen Songs und bei der KAIF After Fight Party wurde noch lange bei rockiger Musik von der Dulemann Powerband weitergefeiert.